In diesem Video möchte ich erklären, was bei der Auslautverhärtung zu beachten ist. Um zu überprüfen, ob am Ende eines Wortes ein B oder ein P, ein D oder ein T, ein G oder K geschrieben wird, kann es verlängert werden. Dazu gibt es folgende Möglichkeiten. Also zum einen, bei Adjektiven wird die Steigerungsform gebildet oder das Adjektiv wird in Form eines Attributs verwendet. Hier sind einige Beispiele, zum Beispiel aus kalt wird kälter, das heißt es ist ein T zu schreiben statt eines D. Und bei lieb wird aus lieb lieber, das heißt ich schreibe ein B statt eines Ps. Bei Nomen wird der Plural gebildet, zum Beispiel wird aus Wald Wälder, das heißt ich schreibe am Ende des Wortes Wald ein D statt eines Ts. Bei Sieb verlängere ich, aus Sieb wird Siebe, das heißt ich schreibe am Ende ein B und kein P. Ich kann auch bei Verben die Grundform bilden, zum Beispiel er mag und mögen, das heißt ich weiß jetzt, bei er mag kommt am Ende ein G und kein K. Und bei er trank ist die Grundform trinken, das heißt ich weiß jetzt, dass am Ende statt eines G ein K geschrieben wird. Hier sind noch einige Übungen. Wie ist es beim Wort schlank? Schlank wird mit K geschrieben, weil man kann es verlängern, beziehungsweise ja, verlängern, schlanker. Zug mache ich zu Züge, das heißt, ich schreibe es am Ende mit einem G. Geschenk sind Geschenke, das heißt, am Ende höre ich ein K. Bild wird zu Bilder, das heißt, ich höre am Ende ein D. Hund wird zu Hunde, das ist die Pluralform, das heißt, ich höre am Ende ein D. Bei Magnet ist die Pluralform Magnete, das heißt, ich höre am Ende ein T. Es klebte, kleben ist die Grundform, das heißt, ich höre ein B. Er streikte, von streiken, das heißt, ich schreibe ein K. Klug, klüger ist die Steigerungsform, das heißt, ich schreibe ein G. Und aus Held wird Helden in der Pluralform. Das heißt, ich schreibe am Ende ein D.